Jo, hallo und servus und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe im Oberkommando. Wir spielen wieder Anno 2070 mit unseren kleinen gierigen Kapitalisten hier unten. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben natürlich eine weitere Stufe unseres Hauptquartiers hier vollendet, das ihr hier seht. Und werden jetzt mal versuchen, in dieser Aufnahmesession das vielleicht schon fertig zu bekommen. Oder dann eben in der nächsten spätestens, denke ich mal. Aber wir haben ja letztes Mal schon nachgeguckt, welche Rohstoffe wir hier brauchen. Das wird jetzt vor allem Stahl sein. Von daher sollte ich da meine Produktion vielleicht ein bisschen ausdehnen, damit wir schneller an das Ziel kommen. Und hier oben erkundigt sich schon unsere Chefin, die liebe Skylar Baines, ob wir denn mit dem nächsten Abschnitt des Bauprojekts beginnen möchten. Im Moment habe ich ja hier noch den Betrieb eingestellt. Ich billige das. Ja. Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. Oh, kostet das jetzt mehr Energie als vorher? Dann muss ich hier. Ah, Beton brauchen wir im Moment, sehe ich gerade. Wozu komme ich überhaupt her, wenn es dich nicht interessiert? Oh ja, sorry, Trenchcoat ist gerade sauer, weil ich nicht mit ihm gehandelt habe. Jetzt habe ich hier nochmal pausiert. Wir brauchen erst ein bisschen mehr Energie, bevor wir hier weitermachen können. Das heißt, ich werde noch ein Kohlekraftwerk bauen müssen. Was dann wiederum der Ökobilanz nicht gefällt. Bravo! Ihr Engagement gefällt mir. Warnung. Produktion gestoppt. Dankeschön. Okay, ich habe offensichtlich gerade irgendeinen Auftrag erfüllt. Oh, und hier ist Kriminalität. Haben wir hier eine Polizeistation in der Nähe? Krankenhaus? Feuerwehr? Bei mir türmt sich die Arbeit. Da kann ich am Wochenende wohl einrücken. Keine Polizeistation in der Nähe. Das ist natürlich jetzt nicht so prall. Das heißt, da muss ich hier auch noch so ein Ding bauen. Oh Mann. Und wir haben keine Rohstoffe dafür. Na super. 10 Werkzeuge. Ja komm, hau mal raus, Junge. Nicht, dass das hier schon wieder mit einer neuen Katastrophe startet. Wir dürfen natürlich nicht vergessen, Aktienmehrheiten zu kaufen. Hier habe ich mittlerweile die Mehrheit in einer Minute 40. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Kann ich wieder neue Anteile erwerben. Als nächstes wollte ich hier eine kaufen, glaube ich. In Tektonika. So, 10 Werkzeuge, komm. Mach mal hin. Das läuft. Waffen. Werkzeuge. Läuft meine Waffenproduktion. Die habe ich angehalten. Okay, wunderbar. 8. Kriegserklärung zwischen Nachbarn. Ich glaube, ich müsste wirklich wieder ein bisschen durch die Gegend fahren und mir Werkzeuge kaufen. Die sind in der Phase gerade ziemlich wichtig. Wenn ich denn mal mein kleines Schiff wiederfinden würde, wo auch immer sich das schon wieder versteckt hält. Hier. Bei der Rodriguez ist es gerade, bei der Jana. Verkaufsschlager, die Eden Evergreens sozusagen. Ja, ich nehme mal an, ich wollte das sowieso dahin schicken, um eben Werkzeuge zu kaufen. Faires Geschäft. So, jetzt sind wir hier. Hat der auch ein... Ja, der hat 25. Ja, komm, fahr mal hier auch mal vorbei. So, habe ich jetzt wieder meine 10 Werkzeuge. Jawohl, sehr gut. Dann... super. Oh Mann, wo baue ich das denn jetzt hin? Da müsste ich fast diese Gebäude hier einreißen. Tut mir leid, Leute. Ihr müsst euch leider eine neue Bleibe suchen. Damit hier die Polizei patrouillieren kann in Zukunft. Aber die Häuser könnte ich ja noch ersetzen. Falls ich noch irgendwo Platz habe. Na komm, ihr bekommt hier die Premium-Position. Direkt neben unserem neuen Hauptquartier. Eine sehr schicke Wohngegend. So. Sehr gut.
Und dann kann ich, glaube ich, sogar wieder ein paar Leute aufsteigen lassen. Und zwar Tycoon-Arbeiter zu Angestellten, noch einen. Und wenn wir noch einen hinkriegen, sind wir eigentlich wieder auf demselben Status wie vorher. So. Aber du bringst jetzt erstmal wieder ein paar Werkzeuge mit. Wollen Sie Ihre Ausrüstung aufstocken? Ja, sehr gerne. Abgemacht. Abgemacht. Hatte Sokov hier auch was anzubieten? Ah, 16. Okay, der lässt sich schon wieder abknallen. Boah, der Typ, der ist echt... Ich könnte mich jedes Mal aufregen. Kommen wir gleich zum Geschäft. Ihr Geschäft. Da, ich schlag ein. Ja, schlag ein. Schlag mal lieber hier zurück. Das wäre echt sinnvoller. So, dann schippern wir mal hier weiter. Entwarnung. Kriminalität eingedämmt. Ja, das ist doch schön. So, und einen kann ich jetzt noch aufsteigen lassen. Bäm, sehr gut. Dann mehr Strom. Brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Kohlebagger. Boah, und dann brauche ich wieder so ein Teil. Oder, ach komm, das wird jetzt einfach hier unten irgendwo hingepackt. Weil hier könnte ich noch... wenn ich das so mache... So und so. Dann müsste doch eigentlich hier noch ein Kraftwerk reinpassen. Ja, sehr schön. So, dann hau mal an das Teil. So, Werkzeug und jede Menge Beton brauchen wir. Fundament, Bauphase 1, 160 Beton an der Zahl. Und hier hinten brauchen wir dann Stahl. Also müsste erstmal die Betonproduktion ausgebaut werden. Ihre Forschung ist etwa ins Stocken geraten. Was, nur 8? Junge. Wenn Sie mich dann bitte entschuldigen. Mach mich nicht schwach. So, dann liefere ich mal kurz ab. Wie viel Beton habe ich hier eigentlich? 6. Okay. Achtung, Produktionsstillstand. Warte mal. Dann kannst du doch hier gleich noch Beton mitbringen. Da müssten wir... Ah ja, zumindest ein bisschen. Ich glaube, ich verkaufe das hier aber auch, ne? Ja. Das wird dann eingestellt. Genauso, wie ich jetzt schon mal in weiser Voraussicht keinen Stahl mehr verkaufen werde. So, jetzt kannst du hier mal anlegen. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht mal eines dieser großen Schiffe außer Dienst stellen soll und dafür gegen ein U-Boot ersetzen, gegen so ein Transport-U-Boot. Würde mich einfach nur mal interessieren, wie das funktioniert. So. Bam, 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 bam. Fehler auf Handelsroute. Zielhafen zerstört. Ja, ich weiß. So, dann fahren wir nochmal zum... Ich habe sofort Zeit für Sie. Ah, guck mal, bei dem kann man auch Beton kaufen. Das ist super. So, haben wir jetzt genug Energie? Müssten wir eigentlich. Dann hau mal rein. D'accord. Na, das müsste aber eigentlich hinhauen. Liebe Frau Baines. Ja, wir gehen ins Positive. Das ist schön. Dann läuft auch gleichzeitig wieder unsere... Oh, nur mit 4, 5. Na, mal gucken, auf was sich das einpendelt. Dann können wir vielleicht noch so eine Umweltschutzmaßnahme irgendwie einrichten. Keine Zwischenfälle bisher. Gratulation. Das ist super, ne? Da freust du dich. Liebe Skylar. So. Die Firma sorgt für alle, die ihr... nahe stehen. Ich stehe dir doch nahe, oder, lieber Rufus? Rufus. Rufus. Kommt euch der Name auch bekannt vor? Erinnert mich gerade an ein anderes Spiel auf meinem Kanal. Der sieht allerdings... ja, dieser Rufus hier sieht nicht so obermäßig cool und lässig aus wie der andere Rufus. Zumindest würde das Rufus sagen. So, Stahl nehme ich auch gleich mal mit. Wir haben ja genug Geld
Wir schwimmen ja da drin, guck mal an. Oh, und mir fällt gerade ein, apropos Geld, ich muss wieder Anteile kaufen. Da habe ich wahrscheinlich schon wieder zu lange gewartet. Bringen wir das zum Abschluss. Halt, Mama. Wo? Ach so, geh mal weg hier, jetzt. Mehrheit. Damit sammeln Sie keine Plus. Ja, komm, sei ruhig. Das sage ich auch jedes Mal, glaube ich. Aber der Typ, der nervt mich einfach. So. Und ich möchte nicht nochmal erleben, dass hier... Wow. Kein Öl. Oh, shit. Wieso denn? Gibt mein Schiff... Hat mein Schiff den Geist aufgegeben? Nee, aber das fährt doch. Das fährt hierhin, hierhin? Wer liefert denn hier kein Öl mehr? Wie sieht's hier aus? Null Öl. Oh, das ist aber nicht gut. Das ist nicht gut, Leute. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Wahrscheinlich bedingt dadurch, dass der Typ einfach nicht gebacken bekommt, seinen Hafen zu verteidigen. Boah, Typ, du regst mich so auf. Dann muss ich wohl selber wieder so eine Ölplattform bauen. Metallkonverter? Wie, die Waren werden nicht abgeholt. So, boah, Alter, Leute, wie viel Eisen wir hier ranholen. 60 Tonnen. Mal einfach so auf einen Schlag. Nicht übel. Habe ich denn hier noch so ein Erdöl-Dings? So eine Erdölquelle? Na, hier sind nur noch Black Smoker. Oh. Ich fürchte fast nein. Ach, verdammte Axt. Hier vielleicht? Erdöl noch, vielleicht? So ein bisschen? Nein? Oh no, das ist echt nicht gut. Das ist jetzt ein bisschen bescheuert. Wo kriege ich Erdöl her? Ah, hier ist keins. Hier wäre Erdöl, aber ich möchte natürlich auch nicht hier... das hier verpesten. Habe ich hier Kohle abgebaut oder warum ist das gerade so leer? Naja, hier wäre auch Erdöl, aber hier hätte ich dann dasselbe Problem. Boah, das ist nervig jetzt. Oh, hier könnte ich ein Geothermalkraftwerk bauen. Und zwei Erdölquellen. Ja, optimal. Ich muss auf diese Insel, Leute. Und wie viel kostet mich nochmal? Fehler auf Handelsroute. Zielhafen zerstört. Ja, komm, nerv jetzt bitte nicht. Tiefseekontor. Gründet Siedlung. Okay, das ist relativ billig. 4 Werkzeuge, 8 Bauzellen. Werkzeuge, Bauzellen. Das kostet mich auch viele Werkzeuge, viele Bauzellen. Und mehr brauche ich eigentlich hier auf dieser Insel nicht. Also viele Werkzeuge, viele Bauzellen, beziehungsweise 36 Bauzellen, 24 Werkzeuge. 36, 24, 44 und 28. Also 50 Bauzellen, 30 Werkzeuge oder Energie braucht man auch noch, also einfach reichlich von beiden. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Tja, dann legen wir gleich mal los. Also erstmal der Stahl. Na, die Werkzeuge, die behalten wir jetzt mal. Komm, nehme ich mal 60 Stück mit, aber das sollte reichen, hoffentlich. Dann hier packen wir dann Bauzellen ein. Und dann besiedeln wir das hier oben. Wie sieht es eigentlich mittlerweile mit meinem Schiffslimit aus? Ah, ich habe nur 3 frei. Das reicht nicht, um so einen
cooles U-Boot zu bauen. Kostet 5, 8, 5. Schade. Sind die eigentlich irgendwie schneller auch? Wo sieht man das denn? Irgendeinen Vorteil gegenüber den Booten müssen die doch haben eigentlich, außer dass sie halt unter Wasser sind, was allein schon für sich genommen ein großer Vorteil ist. Ihre Baustelle scheint gut organisiert zu sein. Dankeschön für das Kompliment. So, jawohl, hau drauf, das Zeug. Und ab hier hoch. Fehler auf Handelsroute. Zielhafen zerstört. Boah, wie mich das nervt. Aber du lädst das schon immer ab, ne? Das muss ich jetzt mal beobachten. Spiel gespeichert. Ja, doch, da ist Öl drauf. Also. Die Barracudas versuchen doch nur zu überleben. Ja, ja. Ja, komm. Die Jungs haben gewettet, dass du es vergeigst. Ja, nimm doch das Geld. Red schon. Setz das Geld einfach von der Stadt. 15.000, das ist nix. Oh, wie viele kleine Schiffe der hier schon hat, ey. Krass. Das wird noch witzig. Aber wir haben ja unser Raketensilo gebaut, ne? Wo steht das denn? Da oben hatte ich das, glaube ich, hingesetzt. Ah, da brauchen wir Uran. Und zwar massig. Uran und Kerosin, um hier eine Rakete zu zünden. Aber die hauen natürlich auch ordentlich rein, ne? Aber erstmal möchte ich hier wirklich meine Konzernzentrale zum Abschluss bringen. So, wie sieht es eigentlich sonst aus? Burger sinkt schon wieder. Ah, jetzt ist es wieder hoch. Ja, das ist wunderbar. Das läuft. Das läuft auch. Hier sieht es auch gut aus. Schmuck auch. Wunderbar. Also, in der Hinsicht haben wir keine Versorgungsengpässe. Genau, und hier waren wir richtig, ne? Ah, wenn wir dieses Kraftwerk hier bauen können, das ist wirklich... Dann hätten wir zumindest auf unserer Hauptinsel keinerlei Energieprobleme mehr. Sogar drei Ölvorkommen. Heilandsack. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach, jetzt muss ich abtauchen, ne? Blub, blub. Dank Ihnen erlebt Zukunftsrat. Ja, kauf dir lieber mal... Warnung. Feindliche Anteilsmehrheit. Inselübernahme ja, droht. Da hat er schon wieder. Krieg ich die beide da rein? Tatsache. Dann fahr mal dahin, mein Schiffchen. Und der liebe Öko hat schon wieder mit Aktien spekuliert. Wieder seiner Ideologie. So, bam. Egal wie schnell sie expandieren, ich werde ihnen immer... Ja, komm, jetzt lasst mich doch einfach mal in Frieden. Achso, okay, der kann noch nicht abladen, weil hier noch zu voll ist. So, also. Ölplattform 1. Registriere Energieknappheit. Ölplattform 2. Jetzt Energie. Ach halt, jetzt muss ich wieder auffüllen. So. Und auffüllen. Jetzt haben wir wieder Energie. So. Ja, für den dritten wird es nicht ganz reichen, ne? Gut, aber im Moment reicht das auch erstmal. Oh, aber hier das Geothermal. Was kostet mich das nochmal? Beziehungsweise, was brauche ich dafür? Oh. Ah, hier. 1200 Forscher brauche ich. Kann bei langer Laufzeit einen Tsunami auslösen. Ja, wundervoll. 1200 Forscher. Im Moment habe ich 1020, aber da sind wir nicht mehr so weit weg davon. So, jetzt wird hier erstmal... Halt. Ich muss natürlich erst Straßen bauen. Oder diese Unterwasser-Rails, besser gesagt.
Bam. Bam. Jetzt wird das Öl abgeholt. Sehr schön. Du tauchst auf. Und fährst dann mal hier hin. Machst du das? Ja, er tut's. Okay. Sie interessieren sich für... Nein. Was ist denn jetzt hier meine Ölhandelsroute?